Hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer Folge von Clash Royale. Ja Leute, ihr seht schon im Shop heute war ein richtig geiler Tag heute. Es gab den Tornado hier 10-mal. Der ist ja jetzt neu rausgekommen. Den habe ich mir auch gleich mal für 400 Juwelen gekauft. Habe ich jetzt auf Level 3. Und ich wollte ihn euch gleich mal ein bisschen zeigen. Es wäre hier noch der Lava-Hund, aber ich habe irgendwie keinen Bock mit dem zu kaufen. Lieber dann so ein Eismagier, Prinzessin oder Tunnelgräber, das wäre mir schon lieber. Und ja, dieses Sonderangebot kaufe ich mir nicht, weil ich möchte schon 100.000 Gold haben, weil ich das mehr brauche. Ich bin gerade dabei, meine Riesentruhe zu öffnen. Ich habe mich eigentlich recht stabil gehalten in Arena 9. Und ja, das im Clan hat sich eigentlich nichts verändert. Und ja, ich tue jetzt einfach mal den Tornado in mein aktuelles Deck. Das sollte ja bekannt sein. Den tue ich einfach mal, den Tornado für den Eisgeist. Und wir gehen mal kurz in die klassische Herausforderung, also die 10 Juwelen kostet. Und ja, ich habe extra keinen richtigen Kampf gemacht. Erstens, weil meine Thronplätze voll sind und zweitens, weil ich den noch testen muss. Der ist ja erst jetzt kurz und draußen. Den gibt's wenige Gameplays auf YouTube, deswegen kann ich noch nichts dazu sagen. Und deshalb versuche ich es erstmal in der klassischen Herausforderung. Okay, Leute, da hat er gut gemacht mit seinem Riesenskelett jetzt. Okay. So, Leute, ihr habt jetzt gerade mal die Funktion des Tornados gesehen. Der tut einfach die Truppen in die Mitte ziehen von der Tornado-Schaltfläche und dann wird halt ein bisschen Schaden gemacht. Das sind ungefähr, oh, jetzt habe ich mein Musketier auf die falsche Seite gesetzt, na egal. Das sind ungefähr so 50 Schaden pro Sekunde, aber das dauert ja 3 Sekunden, deswegen sind es 150 Schaden. Wir brauchen hier einen Sepp. Ja, mein Musketier macht gut Schaden auf der anderen Seite. Ihr seht es ja auch mal, wenn ich draufgehe, 53 Schaden pro Sekunde und das Ganze geht halt 3 Sekunden. Und das Ding ist, also wenn jetzt meinetwegen, kurzes Beispiel, mein Turm hat noch 5 Leben und ich setze den Tornado für den Turm ein, dann gibt es keinen Schaden für den Turm. Also das heißt, es gilt nur für Truppen. Das ist doch mal ein überragender Blitz. Okay, war jetzt gar nicht so gut, wie ich gedacht habe, weil... Okay, Leute, ja. Soll ich einfach mal... Und mit dem Zap sind sie dann down. Kostet zwar relativ viel, aber da muss man noch eine passende Strategie suchen. Also... Tornado eingesetzt. Zack, ah, schade. Ja, der Turm ist down. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Gutes Spiel, bin ich auch gar nicht sauer. Ich habe jetzt zwar keinen Sieg geholt, aber ich wollte das Deck ja auch ein bisschen testen mit dem Tornado. Und ja, Leute. Ja, in der Truhe wird jetzt nichts drin sein. Das ist halt... Ja, ein Barbar und ein Knall. Übrigens, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es kommen ja in 2 Wochen die Elite-Barbaren draußen. Ich habe irgendwie meine Zweifel daran, ob die besser sein sollen als die normalen Barbaren. Also natürlich muss man sie erst ein bisschen hochleveln, aber das sind 4 Barbaren hier. Und hier sind es einfach nur 2. Und vom Schaden her, denke ich mal, wird sich das nichts mehr schauen. Lesen wir uns mal kurz die Beschreibung durch. Ja, sie sind härter, besser, schneller und stärker. Naja, das will ich mal bezweifeln. Aber egal, Leute. Das war's mit dieser Folge hier von Clash Royale. Ich hoffe, sie hat euch mal wieder gefallen. Ja, in der nächsten Folge gibt's dann die Riesentruhe. Und ihr seht schon, ich habe fast nur Goldtruhen. Weil ich immer, wenn ich eine Truhe aufmache,
habe ich dann immer gleich einen Kampf gemacht, dass die wieder voll ist. Und ja, Leute, ihr seht, es war mal bei uns einem Clan vor kurzem, war richtig gut, der war bei 3700 Trophäen. Und ja, der hat leider wieder verlassen, aber macht nichts. Wir sind trotzdem noch ein sehr, sehr guter Clan. Und ja, Leute, das war's mit dieser Folge von Clash Royale. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.